Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Trainsvaleta 2022, der Dennis spielt. Das. Wir stehen hier mit unserem Regionalexpress in Osnabrück und werden diesen bis nach Bremen bringen. Das ganze Szenario stammt aus der Feder von TrainFW. Und ich starte einfach mal, würde ich sagen. Und das Ganze nennt sich Beweggurs Niedersachsen, 1 von 2. Mein Kollege, du bringst heute den RE 4462 von Osnabrück Hauptbahnhof über Bremen Hauptbahnhof nach Bremerhaven Lehe. Mit einer Lok der Baureihe 146 und 5 Dostos. Dein 146 ist aber nicht irgendeine 146, sondern 146-5120. Die eine von mehreren aus Freiburg nach Bremen und beheimateten Loks der Baureihe 146.2 ist. Im Gegenzug dafür hat das BW Bremen einige seiner 146.1 nach Frankfurt an den Main abgegeben. Mache nun erst einmal deine Lok soweit fahrbereit und gebe die Türen frei. Folge geht nach der Flixtrain nach Hamburg raus. Abfahrt ist dann um 17:29 Uhr. Gute Fahrt! Ja, damit starte ich. Ich würde sagen, Führerstand für Fahrbahn. Fahrtrichtungsfelder nach vorne verlegen. Dies machen wir mal auf Dunkel. Führerstandslicht, Instrumentenbeleuchtung, Spitzenlicht. So, das war's, glaube ich, so ziemlich. Ja, ich glaube, dann können wir uns nach draußen begeben. So, schauen wir mal, ob wir das hier noch ändern können. Scheinbar nicht. Ihr seht es hier, DB Zugbus, Regionalverkehr, Alt-Bodensee GmbH RAB, 25 Jahre, von 1989 bis 2014. Das ist heute unser Gewand. Und da hinten dran hängen unsere Dostus, das ist klar. Der geht nach Bremerhaven-Lehe, das stimmt soweit. Und wir sind hier noch ziemlich alleine am Bahnhof, fällt mir gerade auf. Ich hoffe, das wird sich noch ändern. Dieser Regionalexpress geht im Übrigen über Münster, Essen Hauptbahnhof nach Düsseldorf Hauptbahnhof. Und hier geht es weiter mit dem Flixtrain 1346 Bremen Hauptbahnhof, Hamburg Hauptbahnhof, Hamburg Altona. So, hier steht bald bereit der ICE 1021 Münster-Westfalen-Koblenz Hauptbahnhof für Nürnberg. Dort drüben haben wir dann noch eine Nordwestbahn, die Regionalbahn 75 nach Bargwede. Ganz ehrlich sagen, der gefällt mir sehr, eine sehr schöne Baureihe. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir. Hier steht nichts mehr. Das hatten wir. Hier steht noch eine Nordwestbahn RB 75. Das ist die da, die da vorne steht, nach Bielefeld. Und ja, glaube ich, kein Zielanzeiger, soweit ich das sehe. Aber das macht nichts. Das macht nichts. Wir haben Ausfahrt um 17:29 Uhr. Das dürfte sich jetzt nicht mehr lange ziehen.
So, auf geht's. Wir lösen die Bremsen und schalten auf. Wunderschöner Sound. Wunderschön. Genießen wir einfach den Sound der Ausfahrt. Wunderschön. Nächste Station, Bomte. Kennern unter euch wird es natürlich aufgefallen sein, dass hier kein Tricks gibt, kein Flixtrain gefahren ist. Das liegt daran, dass er sich irgendwie nicht installiert hat, obwohl ich ihn besitze. Also die Bombs und das Repaint. Aber wie das immer so ist, ne? Technik, die begeistert. So, doch haben wir 40. Das wird sich aber gleich ändern. Schon haben wir 110. Sehr geehrte Fahrgäste, wir begrüßen Sie im Regionalexpress der Linie 9 von Osnabrück Hauptbahnhof über Diepholz, Bremen Hauptbahnhof, Osterholz, Schamberg, Bremerhaven Hauptbahnhof nach Bremerhaven Lehe. Unser nächster Halt ist Bomte. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, die Ansagen sind wie immer grandios. Ankunft in Bomte, 17:43 Uhr. Wir fahren über Bomte, Lehmförde, Diepholz, Bahnsdorf, Twistringen, Bassum, Siebke, Kirchweih, Bremen Hauptbahnhof. Ist dann unsere Endstation, die wir gegen 18:54 Uhr erreichen werden. Wunderschön. Wunderschön. So, wir können abschalten, wenn wir nur 140 dürfen. So sieht es in unserem Log aus.
Leider kein Rundumblick. Wie ihr seht, geht es hier nicht weiter, aber naja. Wir könnten im Übrigen noch die AFB dazu schalten. Jetzt erstmal C. Ist das ein schönes Bild? Ist das ein schönes Bild? Wunderschön. So, jetzt fahren wir für einen kurzen Moment 120, dann haben wir aber schon wieder abgebremst. Beziehungsweise beschränkt. Deswegen bringt das einfach mal gar nichts. Ich finde auch, dass ich viel zu wenig Regional-Express-Szenarien fahre. Ich bin da wirklich zugegebenermaßen Fernverkehr fixiert, aber zwischendurch möchte ich dann doch auch mal Regional-Express fahren. Nahverkehr ist auch mal ganz schön. So, und vielleicht tut mir endlich Höchstgeschwindigkeit fahren dieses Zuges. 160. Das müsste doch eigentlich irgendwo hier stehen. Höchstgeschwindigkeit, aber. Leider jetzt heute nicht. Naja, egal, kann man nichts machen.
So, 160. Ja, wie schön ist das denn? Jetzt kommt auch noch eine Zugüberholung dazu. Wir werden das fünf andere Gleis geschoben in Burgte. Ja, wie schön ist das? Das Szenario gefällt mir doch jetzt schon wieder. Mega! Wunderschön! Aber das mit der AfB gefällt mir nicht. Das ist ja. Fährt hier nur 140, das ist blöd. Und dann wollen wir ja voll 160 fahren. Oder fährt die generell nicht mehr? Fährt wie sowieso nur 140. Na, dann machen wir doch AfB. Okay, alles gut, ich nehme alles zurück. Dann nehme ich alles zurück. So, Bumte. Ist angesagt. Wollen wir da mal ganz schnell hinkommen. Wir werden nämlich jetzt gleich aufs andere Gleis geschickt. Wir erreichen jetzt Bumte. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Ich müsste jetzt aber gleich beim nächsten Signal auf 60 gehen. Bin ich mir fast sehr geehrte sicher. Fahrgäste, bitte warten Sie in Bumte. Wird unser Zug außerplanmäßig überholt? Wir werden deshalb in Bumte einen mehrminütigen Aufenthalt haben. Sobald die Überholung dann stattgefunden hat, werden wir unsere Fahrt fortsetzen.
So, wir öffnen die Türen in Bomte und dann warten wir mal auf den IC 2312, der uns überholen soll, bevor wir dann unsere Fahrt hier fortsetzen können. Sind wir mal gespannt, ob der sich hier gleich zeigt. Abfahrt hier um 17:59 Uhr. Beziehungsweise um 17:51 Uhr, so ist es. So, wir können ja mal in die Grafik gehen und schauen. Ob der sich hier irgendwo zeigt schon. Sehen tue ich überhaupt noch nichts. Noch nicht mal ansatzweise hier. Da! IC, Überholung gebucht. Da fährt er. IC 2312. Wunderschön. Dann hat sich das Thema ja auch schon erledigt. Der überholt uns ein Güterzug. Und da hinten müsste gleich der IC anrauschen. Da kommt er, da fährt der Güterzug, da kommt der IC. Den müsste man jetzt gleich sehen können. Da taucht er auf. Steuerwagen voraus oder 101 voraus? Was sagt ihr? Ich sage Steuerwagen voraus. Top, die Wette gilt. Ich glaube, ich habe gewonnen. Da saust du dahin. So, wir haben noch 2,5 Minuten Aufenthalt. Dann dürfen wir unsere Reise auch fortsetzen. Nächste Station, Lehnförde.
So, auf geht's! So, der IC dürfte ja mittlerweile auf und davon sein, sodass wir eigentlich jetzt freie Fahrt haben. Richtung Lingförde. So, ich habe mal in einem YouTube-Video gesehen, in einem Schulungsvideo, auf einer 146, dass man beim Beschleunigen durch den Fahrschalter nach ganz vorne verlegt, also praktisch auf Maximum. Und genau das werde ich jetzt mal tun. So, dann sind wir auch gleich schon in Lehmförde. Ist leider die Höchstgeschwindigkeit dieser Baureihe 146. Warum, weshalb, wieso, ist mir leider nicht bekannt, aber es ist nun mal so.
Wieder mal 60. Dann müsste jetzt auch im Moment die Ansage. Genau, ich wollte es gerade sagen. Wir erreichen jetzt Lemförde. Bitte in Fahrtrichtung rechts aufsteigen. So. Nächste Station, Diepholz. Einen kleinen Moment bitte. So, weiter geht's. Nächste Station, Diepholz.
So, volle Geschwindigkeit. Bis jetzt liegen wir eigentlich relativ gut in der Zeit. Jetzt müssen wir nur in Diepholz noch pünktlich ankommen. Aktuell hängen wir da leider eine Minute hinterher. Ich hoffe, dass das nicht so bleibt, weil ich möchte doch ganz gern das Szenario erfolgreich abschließen. Wir haben jetzt noch den Bahnsdorf, Twistringen, Bassum, Siegge, Kirchweihe und Bremen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, mit Diepholz 7 Stationen. Bremen, Diepholz. So. Na, habt ihr in der Eile gezählt, wie viele Dostes es waren? Machen wir es nochmal. Versucht mal mitzuzählen. 1, 2, 3, 4, 5. Stimmt ihr überein? 5 Stück? Schreibt's gerne in die Kommentare.
So, Diepholz haben wir da auch gleich erreicht. Oh, da landet ein Flugzeug. Wunderschön. Schaut euch das an. Ist er weg? Da fliegt das. Da fliegt es. Wunderbar. Wunderbar. Der fliegt doch mit Sicherheit nach Osnabrück. Wer weiß, wer weiß. Weg ist es. So, wir sollten jetzt mal langsam hier, aber sicher langsamer werden. Wir erreichen jetzt die Polen. Wir verabschieden uns von den Fahrgästen, die hier aussteigen. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Wunderschön. Und so sieht es dann hier dann aus in einem Dostum, aber ich glaube, das ist euch hinlänglich bekannt. So, auf geht's, nächste Station, Barnsdorf. Ich bin auch am Überlegen, ob ich das Video splitte, weil es wird wahrscheinlich doch ganz schön lange.
Entschuldigt übrigens, dass ich nicht ganz so viel kommentiere, aber ja, es gibt im Moment gar nicht so viel zu kommentieren, ehrlich gesagt. Außer, dass ich das sehr schön finde, dieses Szenario. Und ja, also es ist wieder mal sehr gelungen von TrainFW und muss ganz ehrlich sagen, es ist mal eine schöne Abwechslung. Auch wenn der KI-Verkehr nicht ganz so viel ist und ja. Aber vielleicht, wer weiß, was kommt noch. Wir wissen ja nicht, was noch so kommt. Vielleicht fängt es auch noch an zu regnen, wobei dafür ist es zu gering bewölkt, würde ich sagen. Was ist das denn? Ist das Wasser oder was soll das sein? Ist das ein Beet oder? Das ist Wasser. Auch nicht schlecht. So, dann haben wir auch gleich Bahnstorf erreicht, da kommt uns was entgegen. Ist es ein Güterzug oder? Nein, es ist der Gegen-RE. Nein, doch ein Güterzug. Wir erreichen jetzt Bahnstorf. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Das wollte ich haben. Genau diesen Sound. Wunderbar. So, da hätten wir Bahnstorf erreicht. Vor uns liegen noch Twistring, Bassum, Sieke und Kirchweih, bevor wir dann Bremen erreichen. Thank you.
So, Twistring, Bassum, Sicke und Klichweihe. Ich bin am Überlegen. Es geht noch ziemlich, fallen es noch 8 Kilometer, 17, 27, 35, 50. Puh. Das ist gerade ein bisschen monoton, das Szenario, muss man ehrlich sagen. Also, es schwabbert so vor sich hin. Übrigens war ich heute schon live und bin auf der neuen Strecke Leipzig-Dresden gefahren mit dem IC2 von Leipzig bis nach Dresden und habe dann noch ein kleines Szenario mit der Hamsterbacke im City-Tunnel von Leipzig nach Leipzig-Stötteritz gefahren. Und, ist bereits online und ihr könnt es euch auch gerne ansehen. So, Twistringen. So, schauen wir mal, ob wir das nochmal genauso hinkriegen mit dem Sound.
Na, schade jetzt nicht. Egal. Pünktlich sind wir auf jeden Fall. Ja, hier gibt es noch dieses süße kleine Wartehäuschen. Wunderbar. Da ist die Tür. Hier stehen sogar die Verbindungen drin. Ist ja wunderbar. Wunderschön. So, nächste Station, Bassum. Wunderschön, schaut euch das mal hier an. Wunderschön. Diese unendliche Weite zwischen Osnabrück und Bremen. Da vorne ist ein Fernsehturm. Wunderschön. So, erkennt ihr unseren Zug noch? Ich nehme mich gerade nicht mehr. Da ist die Straße. Da fährt er. Dann steigen wir doch mal wieder ein. Da kommt der. Wunderschön. So, Bassum haben wir dann jetzt auch gleich erreicht. Dann bleibt noch Sieke und Kirchweih, bevor wir dann in Bremen Hauptbahnhof einfahren. Erreichen jetzt Bassum.
Bitte achten Sie beim Verlassen des Zuges darauf, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen. Vielen Dank. Bitte in Fahrtrichtung rechts aussteigen. Leicht übers Ziel hinausgeschossen. Ganz, ganz, ganz leicht. Nächste Station, Sieke. Aber in Bremen ist einiges los. Das sieht man schon mal ganz deutlich. Da ist einiges los. Das ist übrigens der Dream, ganz langsam, der ICE, der IC 2312, der über uns in Burg geholt hat, der ist schon in Bremen angekommen. Na sag mal, da steht noch mehr. IC 2027, IC 635. Wunderschön. Wunderschön. Da steht auch was. Der IC 2312 ist halt übrigens Bremen schon wieder verlassen. Also der ist uns weit, weit voraus. Geht es nur mir so oder wird es gerade immer irgendwie dunkler hier, je weiter, je später es wird? Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass es ziemlich dunkel wird in dem Spiel. Irgendwie ist die Sonne ein bisschen abhandengekommen. Es kann aber auch sein, dass das an dem Waldlicht, der uns hier umgibt. Also ist ein ziemlich großer Schatten irgendwie.
So, Sicke. Sicke oder wie auch immer man das ausspricht. Da stand was von 80. Da stand was von 80. Sag es doch. So. Ja, ist doch ganz schön bewölkt. Die Sonne geht auch langsam unter, habe ich das Gefühl. Langsam wird's dunkel. So, nächste Station, Kirchweih. So ein kleiner Gleiswechsel und dann geht es wieder rauf auf 140. Also ich freue mich Maximum auf das, auf meinen Urlaub und dann spotten zu fahren, mit der Bahn zu fahren. Ich freue mich echt mega drauf.
Ah, hier sind die Güterzüge hier. Wunderbar. So, Kirchweih haben wir dann auch erreicht. Bremen ist da noch gut und gerne 15 Kilometer entfernt. Erreichen jetzt Kirchweihe. Bitte in Fahrtrichtung links aussteigen. Ach, eine Frage habe ich noch an euch. Eurer Meinung nach, wo hört sich die 46 besser an? Hier oder im TSW2? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich persönlich habe meine eigene Meinung, die lasse ich aber noch nicht raus. Ich möchte erst eure Kommentare hören. Beziehungsweise lesen. So, wir öffnen zum vorletzten Mal die Türen, bevor wir uns dann gleich auf den Weg zu unserer Endstation Bremen Hauptbahnhof machen. Sollte das ESIC von Bremen Hauptbahnhof HP0 zeigen, so darfst du es mit Tab freischalten und anschließend mit Befehl 40 passieren. Wunderschön. Auf geht's. So, 140, ich denke, das sollten wir einhalten können.
So, noch gute 10 Kilometer. Bis zum Ende des Szenarios. Ein rundum gelungenes Szenario, auch wenn es zwischendurch etwas langweilig erscheint, möchte ich jetzt mal sagen. Also es ist ein bisschen monoton, der KI-Verkehr sporadisch, es passiert nicht besonders viel. Die Action ist eigentlich am Anfang schon rausgehauen mit der Zugüberholung. Sonst passiert ja eigentlich nicht viel in diesem Szenario. Trotzdem gefällt es mir, weil es von Train FW kommt, weil da so schöne Ansagen drin sind, weil die 146 samt der Dostos gut gelungen ist und weil es langsam dunkel wird und aber es könnte ein wenig mehr Action drin sein und aber ja. Trotzdem macht er sehr, sehr gute Arbeit. Nochmal ein Gruß an Train FW, du machst das sehr gut. Mach weiter so und ich freue mich drauf, noch mehr von dir zu sehen, noch mehr von dir auszuprobieren, noch mehr von dir zu spielen und es zu präsentieren. Es hat wieder mal Spaß gemacht, ein Szenario von dir zu spielen und ja. Es gefällt mir sehr. Deine Arbeit insgesamt, muss ich wirklich sagen. Hast du eigentlich einen YouTube-Kanal, lieber TrainFW? Falls du deine Videos siehst, würde ich gerne wissen, ob du einen YouTube-Kanal hast, den ich dann vielleicht abonnieren kann und du kannst mich abonnieren. Also gib mir ruhig Bescheid. Sehr geehrte Fahrgäste, in Kürze erreichen wir unseren nächsten Halt, Bremen Hauptbahnhof. Diesen erreichen wir heute voraussichtlich mit etwa 3 Minuten Verspätung. In Bremen Hauptbahnhof haben Sie folgende Anschlüsse. RE1 nach Norddeich, Mole über Oldenburg und Leer um 18.58 Uhr vom Gleis 3. Dieser Zug wartet auf Sie, steigen Sie also bitte zügig um. Metronom RE4 nach Hamburg Hauptbahnhof über Rotenburg an der Wümme und Torstedt. 18.58 Uhr von Gleis 8. Dieser Zug wartet ebenfalls, besteigen Sie auch hier zügig um. Nordwestbahn RS1 nach Bremen-Fage über Bremen-Fegesack um 19.04 Uhr von Gleis 5. Nordwestbahn RS4 nach Nordenham über Delmenhorst und Hude um 19.10 Uhr von Gleis 2. Nordwestbahn RS3 nach Oldenburg über Delmenhorst um 19.15 Uhr von Gleis 3. Außerdem zum ICE 635 nach Hannover Hauptbahnhof um 19.15 Uhr von Gleis 6 sowie an den RE1 nach Hannover Hauptbahnhof über Verden an der Aller und Nienburg an der Weser. Dieser fährt um 19.07 Uhr von Gleis 1 ab. Wir verabschieden uns von allen Fahrgästen, die in Bremen Hauptbahnhof aussteigen werden und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Ja, auf Wiedersehen.
So, oh, wir sind ein bisschen zu schnell. So, damit hätten wir dann Bremen Hauptbahnhof erreicht. Wunderschön. Da steht der ICE 695 auf dem Weg nach Hannover Hauptbahnhof. So, wir öffnen die Türen, wir gehen uns nach draußen. Das war's dann mit diesem Szenario und auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer der Danny spielt das. Ciao, Servus und Tschüss. Macht's gut. Bye bye. Ich lasse euch jetzt noch ein wenig hier mit dieser Bahnhofsatmosphäre alleine und hoffe, ihr habt noch einen schönen Samstagabend, einen schönen Sonntag, ein schönes Restwochenende insgesamt. Das war's von mir. Bis zum nächsten Video. Bye bye. Bis dann.